Alexa, wer ist die Gruppe Zebra? Die Gruppe Zebra ist ein Zusammenschluss von realistisch arbeitenden Malern und Bildhauern. Warum heißt die Gruppe Zebra? Diese Frage geht an mich. Damals gab es ja nur die Abstraktion auf der Kunsthochschule in Hamburg. Und wir wollten aber ganz was anderes, weil wir damit aufgewachsen waren und sie uns aus den Ohren oder was kam praktisch. Ne? Es ging also darum, eine neue Gegenständlichkeit, möglichst einen neuen Realismus zu machen. Und so musste es sich natürlich bei dem Gruppennamen um einen Gegenstand, noch besser um ein Tier handeln, um ein Wappentier. Und das Zebra ist natürlich sehr gut geeignet dafür. Einmal optisch und man kann es gut behalten. Der zweite Grund war, das Wort Zebra sollte international verständlich sein oder einigermaßen international. Und der dritte Grund war, es gab damals in Europa zwei Künstlergruppen mit Einfluss. Das war die Gruppe Cobra einerseits, die also wilde Gegenständlichkeit malten, und andererseits die Gruppe Zero. Und so haben wir uns von jeder Gruppe eine Silbe geklaut und das Zebra daraus gebastelt. Und rätselhaft ist ja auch, wieso das überhaupt Streifen hat. Ne? Und das ist, wisst ihr was darüber? Ja, man kann mit Streifen kann man zum Beispiel ohne Schatten sehr schön Plastizität machen. Ah, ja. Das war der erste, das war bildnerisch gesehen, also der erste Schritt. Mhm. Nicht? Plastizität nur durch Streifen herzustellen, funktioniert prima. Es kam dann auch die Abschattierung hinzu. Wird wahrscheinlich der liebe Gott dran gedacht haben. Ne? Bitte? Da wird der liebe Gott dran gedacht haben. Ja. Ja, also es kam alles positiv zusammen. Zebra wie Zukunft, kurzum. Das soll in der Wildnis soll es die Haupttiere irritieren. Wenn da so eine Zebraherde ist, ist es sehr schwer, das einzelne Tier auszumachen. Ah ja. Mhm. Ja, und es kam dann auch, wie es vielleicht jetzt auch in die Zeit passte, dann zu einem Manifest. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch eine Grundlage geben wolltet? Naja, das war unsere Haltung damals, gegen. Wir wollten deutlich machen, womit wir gegen das waren, was uns umgeben hat in der Kunst, in der bildenden Kunst. Diese dekorative Abstraktion. Die Abstraktion. École de Paris und oder Hartung hier und was weiß ich was für Leute. Und das reichte uns eben nicht. Und da wollten wir deutlich zum Ausdruck bringen. Und da ist immer am besten, wenn man mit ein paar deftigen, schlagkräftigen Worten das sagt. Mhm. Es war ja auch so, dass das Phänomen ist ja, dass wir alle in einer Basisklasse waren, wo man die Grundlagen lernte und dann nach und nach durch Gespräche feststellten, dass wir ähnliche Wertvorstellungen hatten. Aber diese Wertvorstellungen, die mussten ja irgendwie formuliert werden. Und die setzten sich stark ab von dem, was damals die offizielle Kunst war. Und da sind wir einer guten Tradition gefolgt und haben dieses Manifest formuliert. Was ja in unserem Jahrhundert, glaube ich, eine Seltenheit ist. Das hat es nicht wiedergegeben. Also in Frankreich und anderswo war das Common Sense, aber in Deutschland hat es das lange nicht gegeben. Aber da die meisten Leute weniger auf Bilder und mehr auf Begriffe reagieren, ist es sehr gut, wenn man also handlich in 10 Punkten die Sache mal aufgelistet hat. Ne? Kann man sich immer noch dran reiben, kursiert ja auch im Internet. Naja, und es muss ein bisschen. Und wird ab und zu mal gelöscht, übrigens. Ja, nicht? Also, das heißt, wir haben heimliche Feinde offenbar. Alexa, wer ist Dietmar Ulrich? Dietmar Ulrich ist ein deutscher Maler. Thank you.
welche Charaktereigenschaften muss man als Künstler so haben, wenn man so arbeitet? Ne, hier muss man schon eine strapazierfähige Geduld haben, ne, wenn man so arbeitet hier. Ja. Man muss den Malvorgang selbst als eine ja, beruhigende oder interessante Aufgabe sehen, ne? Wie wenn so eine Wölbung entsteht beim Malen zum Beispiel und dann plötzlich ist die Sache da. Nicht? Sowas einfach zieht einen auch raus so aus den alltäglichen Geschäften. Ne? Man ist dann hier bei der Sache, vollkommen bei der Sache. Flow. Eventuell, ja. Ja. Das ist, ja, das Wort meditativ ist ja nun schon sowas von abgenutzt. Jeder, der was sagen will zu einem Bild, sagt, das hat was Meditatives. Wenn man das sagt, ist man ein Kunstkenner. Aber vielleicht hat es ein bisschen was. Braucht eigentlich so moderne Kunst der Kommentierung, um verstanden zu werden? Wir hatten ja eben... Ja. Hatten wir ja. Also ich denke, diese Art von Bildern hat zunächst mal für jeden eine Zugangsmöglichkeit. Das heißt, man sieht das Bild und sagt, ach guck mal, was macht er da, wie sieht er aus, was könnte das sein? Also zunächst ist ein gegenständliches Bild doch immer etwas, was man relativ einfach direkt mit eigener Erfahrung verbinden kann. Sowas habe ich schon mal gesehen oder erlebt. Und das weitere Eindringen, das erfordert dann Arbeit, das ist nicht für jeden offen und klar. Aber der Ansatz, erstmal zu sagen, ach ja, guck mal, kenne ich oder was ist das denn, das sieht so ähnlich aus oder man vergleicht es mit etwas, was man kennt, der ist, denke ich mir, in der gegenständlichen Malerei gegeben, ganz günstig. Jedenfalls habe ich mir das so vorgestellt früher. Ne? Ich sage, ich will erstmal was bieten, ne? Ein Stück Zucker hinwerfen, vielleicht nehmen Sie das und gehen von da aus dann weiter, wenn es interessant ist. Also der Gegenstand als etwas zum Anknabbern, anlockt, also was Bekanntes sozusagen, mit dem der Betrachter was anfangen kann und dann zieht dieses Anknabbern zieht dann praktisch den Betrachter da rein. Ja, also auch die Fußballbilder oder diese Strandbilder oder so, das sind ja alles Situationen, ganz simple, billige Dinge, die aber ein bisschen was mit den Erfahrungen des Betrachters zu tun haben. Mhm. Von da aus könnte er dann, wenn er will, könnte er die weiteren Schichten abheben. Mhm. Wenn er will. Wenn er will, klar. Genau. Fordert ein bisschen Anstrengung, aber die anderen brauchen wir auch nicht unbedingt. Wann findet ein Maler größere Bestätigung? Wenn er gut verkauft oder wenn er eher so in der Literatur erwähnt wird, eher akademisch? Ja, das ist schwer zu sagen. Also ein guter Verkauf ist sehr schön, ne? Bringt ja eine ganze Menge Geld, kann man sich was davon leisten. Wenn der Preis der Arbeit angemessen ist, den man da reingesteckt hat, ne? Viele, viele Stunden. Muss dann auch ein entsprechender Preis sein, sonst verkaufe ich nicht. Also ich will dann entsprechenden Gegenwert haben. Und wenn ich mir dafür, weiß ich, ein Auto oder ein halbes Auto oder sowas leisten kann, dann habe ich einen Gegenwert, der mir mein Leben verschönt oder erleichtert. Dann sehe ich das ein. Interessant ist es natürlich, wenn man in der Literatur erwähnt wird. Noch interessanter ist es, wenn man ausstellt mit bedeutenden Kollegen, nicht? Wenn man dazu gehört gewissermaßen, zu Leuten, die man selbst verehrt vielleicht. Ich kann es gar nicht sagen, ich bin da ein bisschen, keine Ahnung, was besser ist. Also Mixtur, mal dies, mal das. Ja. Es ist immer ein Problem. Sobald so ein Bild aus dem Atelier rausgeht, ist die Welt nicht mehr in Ordnung. Wenn es im Atelier ist, ist die Welt in Ordnung. Man stimmt damit überein, man macht eine Sache, die man machen will. Sobald es rausgeht, stimmt gar nichts mehr. Nicht? Dann gibt es Kommentare, die man nicht gewollt hat, die einen ärgern. Es gibt Zustimmung, wo man sagt, der Dummkopf, was will der denn damit anfangen? Der stimmt zu und
weiß überhaupt nicht, worum es geht und solche Sachen. Ne? Da ist nichts mehr in Ordnung. Dann hat man Zustimmung, wird in eine Ecke gepackt, wo man gar nicht hin wollte. Solche Sachen, ich sag, ne, übertreib vielleicht ein bisschen. Aber sobald das Bild rauskommt, darf man sich nicht mehr drum kümmern. Ne, dann passiert sonst was damit. Sag mal, wie wichtig ist eigentlich Begabung im Verhältnis zu den erlernbaren Fähigkeiten? Ich denke, Begabung ist das Entscheidende. Man kann dann zwar eine ganze Menge, nicht? So handwerklich ist, wenn man Tipps bekäme oder so, könnte man eine Menge dazu lernen und nutzen. Aber ich denke, die Begabung ist das Eigentliche. Was das eigentlich ist, die Begabung, weiß ich auch nicht. Nicht? Man ist irgendwann mal fasziniert von Bildern oder von Skulpturen und das setzt sich dann fort und wird dann vielleicht unterstützt. Man kriegt bei mir Kunstbücher, war begeistert, so als Kind. Ich habe mal vor einem Lehrer gesagt, ich wäre begeistert von der Sixtinischen Madonna, das war eine Sechster. Da hatte ich das Buch gerade neu bekommen. Er sagte, kann nicht sein, du spinnst. Nicht gerade sehr pädagogisch, wie er sich da geäußert hat, aber der hat natürlich gedacht, ich müsste so kindliche Bilder lieben, ne? Die sieben Zweige oder sowas. Sie wollten, dass man kindliche Bilder malt. Nicht? Die haben das für unnatürlich oder unangemessen gehalten. Und da hat man eben auch keine Hilfe in der Richtung bekommen. Also auch ja an der Kunsthochschule kriegte man ja damals keine Hilfe, technische Hilfe oder formal oder sonst was, wenn man gegenständlich malte. Das gab es ja gar nicht. Mhm. Ja, das ist dieses, wir hatten immer Gegenwind. Ja, das war damals die 60er, da gab es drei Tabus. Das war der Gegenstand, den durfte man nicht nutzen. Das war die glatte Malerei, die musste... Mir passt was. Ja, musste handschriftlich sein, ne? Ja. Auf jeden Fall. Textur, ja. Und durfte nicht inhaltlich sein. Man durfte also nichts sagen, nichts vortragen. Die Leute waren am besten dran, die nichts zu sagen hatten. Also wo absolute Freiheit in der Interpretation war. Ja, oder nur das Seherlebnis. Ja, ja, Seherlebnis oder eben so eine Art, naja, will da nicht weiter bohren. Ja, und das haben wir gesagt, Tabus sind interessant. Die kann man sich vornehmen und kann dran knabbern. Mhm. Das ist immer spannend. Ich hatte ja ursprünglich mal die blöde Vorstellung, ein definitives Bild zu malen. Irgendwann, wenn ich wirklich alles beieinander hätte, meine Vorstellungen so verdichtet hätte, dass ich dann alles in ein Bild reinpacken könnte. Und ich denke, dass ich in die Nähe dieser Vorstellung gekommen bin, mit drei Bildern. Das ist dieses, das ist das und dieses Strandbild da, diese vier Leute da. Also mit drei Bildern bilde ich mir ein, habe ich nicht hier. Achso, ups. Mit drei Bildern bin ich da so ein bisschen in die Nähe gekommen von dieser Vorstellung. Und die anderen Bilder sind eigentlich nur für mich immer so Vorbereitungen dafür. Ah, das ist der Strand. Das ist dieses hier. Ja. Dieses, das und das. Das sind so meine... Also wenn ich jetzt abkratzen würde, würde ich sagen, das ist meine definitive Botschaft. Ja. Und worin besteht die? Dann das ist vielseitig. Würde ich schreiben, ne? Wenn ich Ihnen das jetzt erzählen würde, könnte ich schreiben. Ich denke ja, dass die Vorstellung ist ja, dass diese Gedanken hier Gestalt annehmen, nicht? Dass sie also leibhaftig voreintreten. Das war so meine Vorstellung, nicht? Sie sind da, sie sind greifbar, quasi ein Modell dafür. Ja, nun muss man gucken, was steckt alles in diesem Modell. Und hier auch bei dem Strandbild, das ist natürlich verführerisch. Ne? Da hat mal einer das ausgestellt, Museumsmann hat geschrieben, ich kritisierte hier den Massentourismus. Da habe ich auch gesagt, da muss ich nicht ein Jahr oder anderthalb dran arbeiten, wenn ich den Massentourismus kritisieren will. Das war eine Karikatur. Und die haben, nicht, wenn man jetzt mal genauer guckt, die haben ja alle keinen Boden. Es ist ja kein, unter diesen Figuren gibt es ja eigentlich nie einen Fußboden. Mhm. Und hier ist kein Strand oder was zu sehen. Das sind 10 Personen, die sich ständig hier wiederholen. Da kann man natürlich die Frage stellen, Individuum oder Masse. Mhm. Aber eben auch wieder an einem populären Thema aufgehängt, das Ganze. Nicht? Die Figuren, die tauchen immer wieder auf, leicht gedreht, leicht verändert.
Das Ganze besteht aus diesen 10 Figuren hier vorne. Ja, das ist ja auch, also die Repetition ist ja auch ein Element von dem, wie heißt das Bild eigentlich, Vorhang? Vorhang, ja. Ah ja, weil, kannst du das nochmal sagen, der Titel ist für dich was? Nur eine Kennzeichnung des Bildes, damit ich dieses Bild von anderen unterscheiden kann. Also wenn ich mit jemandem spreche oder jemandem sagen will, was ich alles gemacht habe, dann kann ich sagen, das ist ein Vorhang, das ist ein Mann mit Blume, das ist ein Streifenvorhang. Also es bezeichnet nur den Gegenstand. Hm. Der Titel will aber nichts sagen. Nee, der ist auch gegenständlich, der Titel. Der ist nur... Ja, nur eine Kennzeichnung. Ich könnte es auch mit Zahlen machen. Es gibt ein paar Bilder früher, die ein bisschen was sagen wollten, aber ganz selten. Ja, genau. Die Motivation. Was ist deine Motivation gewesen? Ja, das ist wirklich schwer zu sagen. Ich denke, als Kind stellt man fest, dass man was kann, was andere nicht können. Da fängt das, glaube ich, an. Man stellt fest, man kann hier jetzt irgendwas abmalen oder man kann eine Szene darstellen oder man kann einen Comic zeichnen. Das können die anderen nicht. Und das ist für ein Kind natürlich erstmal toll, dass man was Besonderes kann. Und die anderen gucken so, boah, wie machst du das? Ja, und da habe ich auch den einen oder anderen Vater gehabt. Ich war mal in so einem Kinderheim wegen der Lungen. Und da war ich der Kleinste von allen. Das heißt, ich war auch der letzte Dreck da in dem Heim. Ne? Dann kamen aber die Nonnen und wollten von mir eine Krippe gebaut haben. Und das habe ich dann gemacht aus Ton. Und plötzlich war ich wieder. Ne? Plötzlich hatte ich eine angesehene Stellung da in diesem Heim. Also solche Erlebnisse können unter Umständen dazu beitragen, dass man sich stärker damit befasst. Also die Entdeckung einer Fähigkeit, die Fähigkeit umsetzen und dann hat man Lust dazu sozusagen. Ja, man hat auch Erfolge. Nicht? Man hat eine eigene Position dann im Bestätigung. Ja, Bestätigung. Und das. Und wer hat das zuerst gemerkt, dass du da eine Fähigkeit hast, außer dir selber? Nicht? Wüsste ich jetzt gar nicht. Ja, ich habe in der Schule, der Zeichenlehrer hat irgendwann mal gesagt, naja, da könnte doch was dahinter stecken. Weil ich nie diese Kinderzeichnung gemacht habe. Musste dann irgendwann, hat er gesagt, naja gut, könnte ja doch was sein. Also da ist schon mal was gesagt worden und er hat mir dann auch geraten, mich zu bewerben hier in Hamburg, bei der Kunsthochschule. Kunsthochschule. Und da warst du dann ja auch Lehrer irgendwann, ne? Na, hier nicht. Ah ja, wo warst du? Nee, ich war Lehrer am Gymnasium in Wedel. Ah. Und dann bin ich an die HAW hier gekommen, das ist die ehemalige Armgardstraße. Ah ja. Da habe ich dann für Zeichnen. Wie war das Unterrichten für jemanden, der doch im gegenständlichen Bereich überlegene Fähigkeiten hat? Ich habe nie was gezeigt, was ich mache. Die wussten gar nicht, dass ich male. Das ist ja so sensationell. Ich habe versucht, die zu beeindrucken durch das, was ich ihnen als Lehrer geboten habe, ich ihnen gesagt habe, wie sie es machen können, was man machen könnte, wie man seine Kreativität entwickeln könnte und solche Dinge. Also habe ich versucht, sie zu beeindrucken. Ist mir auch ganz gut gelungen, ohne dass die wussten, was ich mache oder dass ich überhaupt male. Also er ist zufrieden, Schüler? Ich denke mal, ohne jetzt unbescheiden sein zu wollen. Ich treffe hin und wieder nochmal, wenn ich da irgendwo sitze und ein Eis esse, dann kommt jemand und sagt, hallo, Herr Ulrich. Ja, das geht manchmal zurück bis nach Bremerhaven. Das ich weiß gar nicht, das muss in den 70ern, Anfang der 70er gewesen sein. Trifft man hin und wieder nochmal welche. Und ich habe selten negative Reaktionen. Du Blödkopf, was hast du aus mir gemacht? Habe ich noch nicht erlebt. Ja. Yeah. Ne, das war. Ach, das war. Schon sehr interessant und ich wollte eigentlich auch immer auch im Leben drinstecken. Ich wollte nicht, ich wollte wissen, was das bedeutet, wenn man im Leben drinsteckt und auch die Schwierigkeiten, die es mit sich bringt. Aber andererseits, wenn man so ein Jahr an so einem Bild sitzt oder auch nur ein halbes, dann ist es natürlich schwierig, das zu vereinbaren. Ne? Das war manchmal sehr hart.
Die Schulvorbereitung, die Arbeit in der Schule, die Konferenzen, alles Zeug. Das war manchmal schon schwierig, muss ich zugeben. Andererseits hat es auch seinen Reiz. Ich habe ja auch geheiratet, weil ich wissen wollte, wie die Wirklichkeit ist. Nee, meine Frau ist, also, die hat ja bis vor 20 Jahren, als sie den Autounfall hatte, hat sie die ganze geschäftliche Seite gemacht, ne? Die Kontakte, die Preise. Ich wusste ja gar nicht, was so ein Bild kostet. Und ich habe nur das Malen gemacht. Und seitdem läuft die Sache nicht mehr so rund, nicht? Seit sie es nicht mehr macht. Sie konnte das anfangs nicht und jetzt hat sie sich völlig daraus gezogen. Schade. Denn man braucht immer jemanden, jemand, der auch die Kontakte hält, nicht? Der mal anruft oder der mal jemand einlädt und sagt, komm doch mal vorbei. Oder der einfach so nett zum Käufer ist, dass er gar nicht mehr anders kann als kaufen. Ja. Nicht? So was ist, da habe ich auch nicht immer den richtigen Ton getroffen. Zum Kummer meiner Frau. Ah, du bist eher ein schlechterer Verkäufer. Gar keiner. Ach so. Ja, gerne. Verkäufer geht gar nicht. Das müsste bis heute meine Frau machen. Ich weiß nicht, was ihr Preis oder so. Das passt für mich irgendwie nicht zusammen, komischerweise. Das Geld und das Malen. Ich weiß nicht, warum. Habe ich Schwierigkeiten damit. Ja, das tut dir ja weh, wenn es verkauft ist, oder? Bei einigen Bildern. So sieht das aus. Ist mal eines deiner Bilder versteigert worden? Weißt du was davon? Wie die gehandelt werden? Ich weiß von einem Bild, das hatte den, aber der hat den Preis auch erzielt, für den ich es verkauft hatte. Mhm. Und das ist ja schon ganz anständig. Also verliert nicht an Wert wie ein Auto oder so? Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie andere Bilder. Ich denke, die müssten ja jetzt irgendwann auf den Markt kommen, denn die Sammler waren ja meistens älter, weil die mussten ja Geld haben. Und wenn die jetzt das Zeitliche segnen, dann werden ja wohl die Bilder auf den Markt kommen. Und dann müsste man mal gucken, wie sie sich halten. Welcher Typ von Sammler kommt? Unterschiedlich. Es gibt also wirklich Leute, die sich da hinein vertiefen. Ich habe einen, der hat mal 3 Stunden in einer Ausstellung verbracht, eine Ausstellung von mir, was ich selber gar nicht schaffen würde. Zu lange mir die Bilder anzugucken. Es gibt andere, die wollen sich ein Renommee verschaffen. Es gibt ja viele, die meinen, mit Kunst könnten sie ihr Image aufwerten. Andere, die wollen als Sammler bekannt werden, nicht? Indem sie also jetzt eine Sammlung zusammenstellen, die sie dann irgendwann mal als Sammlung sowieso der Öffentlichkeit präsentieren. Da weiß man dann immer nicht, ob es ihnen wirklich um Kunst geht oder ob es ihnen eben um die Möglichkeit geht, sich einen Namen zu verschaffen mit so einer Kunstsammlung. Es gibt also wirklich Leute, die sich wiederfinden in einem Bild. Das habe ich auch gehabt. Nicht nur so wirklich das Bild, das sich zu Hause in die intimste Ecke hängen und damit leben. Und es gibt eben die anderen, die haben dann zu Hause eine ganze Menge Bilder. Und man fragt sich, warum hat er das denn genommen? Das ist so ein Mist. Er hat doch damit gar nichts zu tun. Und manchmal schämt man sich sogar, dass man damit alles übertreibt. dass du da involviert bist. Ja, in das Chaos. Ja, das ist so ähnlich wie mit Preisen, die man bekommen könnte. Ne? Da haben auch irgendwelche Leute den Preis vor einem bekommen, wo man sagt, was. Da gehöre ich doch gar nicht hin. Aber gut, das kann man sich, finde ich, in der Kunst erlauben, weil die Kunst eben nicht so ein Alltagsgeschäft ist. Ne? Da muss man realistisch die Dinge einschätzen und auch entsprechend handeln. Aber hierbei habe ich immer gedacht, ich kann sagen, ich will die Ausstellung nicht mitmachen. Passt mir zur Zeit nicht. Da hat meine Frau immer Schwierigkeiten mehr. Die hat sich abgestrampelt, um zu sagen, in die Ausstellung, ja, da haben wir das und das Bild, passt gut, kommt. Und dann habe ich angefangen zu mosern und habe gesagt, ich will da nicht. Ich will nicht in diese Kraut- und Rüben-Ausstellung. Und so, ne? Okay. Und seitdem hat sie auch jetzt keine Lust mehr, weil sie wieder
befürchtet, ich könnte mir das Geschäft verderben. Aber ich sage ja, das hört sich jetzt alles so toll an. Das ist eine Beschäftigung, bei der man nicht realistisch denken muss, finde ich. Also man muss nicht jetzt sagen, vernünftig denken muss. Ne? Das war für mich der Genuss, weil ich habe unterrichtet, ich habe da einiges auf mich genommen, damit ich hier wenigstens meine Macken auch auslegen kann. Treten und muss zeigen, hier bin ich. Wenn man das nicht macht, ist man nicht da. Und wenn man mal 2-3 Jahre nicht ausgestellt hat, ist man gestorben. Dann kommen die Leute und fragen, sie leben noch. Nicht so? Ist das also heutzutage. Man muss präsent sein. Ja. Und das hätte mir eher jemand sagen müssen. Das heißt, wunderlich hat man gesagt, man soll Kunst nicht zu romantisch sehen, sondern ganz deutlich auch das Geschäft mit einbeziehen und sich auch dementsprechend verhalten. Habe ich ihm nicht geglaubt. Hätte man glauben sollen, nicht? Der war ja in der Hinsicht geschäftlich gesehen, war er schon recht gut. Hätte man ihm einiges abnehmen können. Dann hast du einen Lieblingsmaler außer dir selbst? Ja, bei den alten Meistern gibt es natürlich die tollsten Leute. Ich finde, Rembrandt hat so ein wunderbares Menschenbild entwickelt. Ne? Das ist so, mit viel Sympathie malte die Menschen. Vergiss trotzdem nicht, dass sie nur kurz aus dem Dunkel auftauchen und wieder verschwinden. Nicht? So kommt mir das immer vor. Da sieht man einen sympathischen Menschen, ganz kurz mal aus dem Dunkel rausgeleuchtet. Ja. Goya finde ich, mit seinen schwarzen Bildern, finde ich ganz toll. Wobei man ja wissen muss, dass er diese schwarzen, unheimlichen Bilder in sein Landhaus für die Wochenenden gemalt hat. Ne? Ganzen Wände voll unheimlichster Gestalten gemalt hat, aber ganz toll gemacht. Bruegel, toll. Also bei den alten Herrschaften gibt es unglaubliche Leistungen. Das und sie haben eben auch immer was zu sagen. Die haben ja nicht nur gepinselt, sondern die haben eben auch was mitgeteilt. Wie überhaupt, finde ich, die ältere Kunst hat dem Menschen eine Art Orientierung gegeben. Im Mittelalter haben sie an den Bildern gesehen, wo sie stehen, nicht? Im Weltall, oben, unten, da irgendwo in der Mitte so klein. In der Renaissance wurden Menschenbilder entworfen. So seid ihr oder so könntet ihr sein. Das war auch etwas, woran sich der Mensch, wenn er wollte, orientieren konnte. Und das ist in der Moderne ja vielleicht etwas zerfleddert, diese Möglichkeiten. Einfach weil ja, die Welt auch komplexer und komplizierter geworden ist. Nee, aber diese Bedeutung, die die Kunst mal hatte, die hat jetzt die Wissenschaft, finde ich. Ne? Die Wissenschaft unterhält uns über die Sinnfragen hinweg. Wir haben alle Augenblicke haben wir eine neue Erfindung, eine neue Sensation, was nun wieder geht. Und diese ganzen anderen Fragen nach dem Menschsein und seiner Lage, die werden gar nicht mehr gestellt. Weil das alles so toll ist. Die neuen Realisten damals, also wir, sind diejenigen, die erstens die Moderne verstanden haben und zweitens ihre Mittel weiterentwickeln in die gegenständliche Welt hinein, die damals seit 150 Jahren in der bildenden Kunst nicht
ernsthaft bearbeitet worden ist. Dieter, geht jetzt darauf an, dass wir die Moderne nicht einfach jetzt ablehnen, sagen wir machen, oh, wie schön, nee, Sie merken, ich fange an zu reden. Ich bin aufmerksam. Nein, wir haben es weiterentwickelt, das ist, glaube ich, wir nutzen die Erkenntnisse, ne? Wir wollten das nutzen. Also ich denke zum Beispiel an den Kubismus oder auch an den Surrealismus oder auch an Ergebnisse der Farbuntersuchung der abstrakten Kunst. Wir haben das benutzt und weiterentwickelt. Und weiterentwickelt. Ich persönlich habe von Picasso am meisten gelernt. Mhm. Picasso baut seine Bilder wie ein Architekt aus. Punkt, Strich, Fläche, Plastizität, Beleuchtung. Je nachdem, wie weiter an die Realität heran will. Es sind keine Sehbilder, sondern es sind architektonisch gebaute Bilder. Und das ist das Erbe. Ne? Und wenn man das jetzt für sich nehmen würde, diese Elemente, dann wäre es eventuell nur eine dekorative Flächenfüllung. Ne? Also eine Fläche mit Farbverteilung und so weiter ist eigentlich grundsätzlich was Dekoratives. Durch den Gegenstand kriegt es jetzt einen Bezug. Einen deutlichen Bezug. Die Formelemente kriegen eine Notwendigkeit im Zusammenhang mit dem Gegenstand. Und der Gegenstand schafft einen Bezug, würde ich sagen, zum Betrachter und zur Gegenwart. Es hat ja auch noch was sehr Demokratisches. Also man hört ja oft von Leuten, die sich nicht so mit bildender Kunst beschäftigt haben, ja, was soll das sein und was stellt das dar? Diesen Einstieg, den ermöglichen wir, den man sehen kann, das ist ein Tier, das ist ein Mensch, der springt vom Stuhl, der wirft einen Ball und dann bei näherer Betrachtung, dann lernt man auch den inneren Zusammenhang des Bildes zu verstehen und der ist tatsächlich abstrakt. Malerei ist Denken in Farbform. Das unterscheidet uns nämlich vom Naturalismus, der oft sich genügt, in irgendwelchen Geschicklichkeitsübungen eine Landschaft darzustellen und nicht diese abstrakten Werte ins Bild hineinbringt. Man kann sagen, also es geht darum, ein Bild zu machen, nicht eine Welle. Ich gestern noch mal hörte, ja, der kann Wasser malen. Ich sage, es gibt 100 Arten, Wasser zu malen. Ja, der kann Wasser malen, das ist ein handwerkliches Problem. Ja. Jeder Maler müsste Wasser malen können. Natürlich, aber und zwar das Wasser seiner Zeit, das, was jetzt anliegt. Ne? Alexa, wer ist Dieter Asmus? Dieter Asmus ist ein zeitgenössischer deutscher Maler und Grafiker des neuen Realismus. Gibt es da Vorbilder? Nein, es gibt ein Foto als Vorbild. Von dem Foto übernehme ich nur die Kontur, sonst nichts. Mhm. Als andere stelle ich selbst nach meinen künstlerischen Maßgaben her. Wie gesagt, ich möchte so plastisch wie möglich sein. Also das waren überhaupt, als die Zebras anfingen, waren das die drei Kriterien. Wenn man neue Dinge im 20. oder für das 21. Jahrhundert herstellen will, dann müssen ihre Haupteigenschaften, nämlich die Anfassbarkeit, die größtmögliche Plastizität, auch auftauchen. Ne? Das ist aber systematisiert. Es gibt immer eine schwarze Kontur um alle Figuren herum. Das funktioniert bildnerisch, nämlich, habe ich eben schon erklärt, gegen die Fläche. Sonst funktioniert das nicht. Wenn man eine weiße Kontur macht oder eine helle Kontur, funktioniert das nicht. Ne? Dies ist also sehr prototypisch. Mhm. Ein Laie kriegt das nicht mit und das finde ich sehr gut. Dann ist es wie früher in der Gotik, als es keine Bilder gab, also keine Fotos, keine Bilder außer den Bildern in der Kirche. Das bedeutete, dass
sowohl das sogenannte einfache Volk, was also so einfach auch nicht ist, als auch die ausgebufften Kunstprofis das genießen konnten, ne? Oder sich angesprochen fühlten. Das ist eigentlich mein Kunstideal, dass alle was haben sollen. Davon, also ein Laie würde das als gegeben annehmen, wenn ihr das Foto seht. Ich zeige das gleich mal an dem anderen. Ach, da habe ich ein Foto. Ne? Da kann man das Foto sehen. Und dann diese Sachen, die existieren nicht mehr. Aber es ist eine sehr prototypische Veranstaltung. Es ist keineswegs fotografisch. Fotografisch ist nur die Kontur der Figuren, also das Aufreißen seines Mundes. Was aber sehr fotografisch ist, ist die Oberfläche des bewegten Wassers, was man mit unbewaffnetem Auge nicht sehen kann. Das kann man nicht sehen. Okay. Du sitzt vor der Badewanne, du siehst, wie das Wasser sich bewegt. Und unser Gehirn ist nicht in der Lage, aus evolutionstechnischen Gründen brauchen wir das nicht. Ne? Es bringt uns nichts, wenn wir sehen, wie die einzelne Welle sich benimmt. Mhm. Aber es ist, wenn das Foto in der Welt ist, eine Latte, hinter die man nicht zurückgehen kann als Maler. Das heißt, ne, verstehst du? Ja. Also ich kann nicht schlechtere Bilder machen, als die Fotografie herstellt. Das wär ja ein Witz. Ne? Denn, ja, manche Leute sagen auch, ja, also Schlemmer zum Beispiel war der Meinung, ja, wenn es sich um Gegenstände handelt, nämlich ein Fotoapparat, und ansonsten male ich abstrakt. Ne? Das war gut, also das ist lange her. Und also ich weiß noch, da zeige ich ihm, aber das ist ein Blödsinn auf hohem Niveau, sozusagen. Gerd Richter hat doch damals für Siemens ein Bild gemalt von vom Mailänder Domplatz. So, und da hat er, damit das möglichst wieder verwegen aussieht, hat er ja einfach aus der Zeitung als ausgerissen in die Hälfte ja gemacht, dann vergrößert auf 4x8 Meter. Ja, und ja, da geht im Grunde genommen geht das Bild, das wirkt durch seine Unschärfe unheimlich ja gut. Ne? Also das ja, ist, ja, 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 die Unschärfe ist eine Pest unserer Zeit. Die Unschärfe ist eine Pest unserer Zeit. Ja, so möchte ich das mal sagen. Meinst du das nur auf die Kunst bezogen oder generell? Man könnte es auch generell ausweiten, ja. Du, und dann, aber wir haben ja hier eine ambivalente Bildaussage. Ja. Will die ihn nun ersäufen oder haben die da Spaß? Die haben, also auf dem Foto haben sie Spaß. Ja. Ne? Gut. Und auf dem Bild ist es ambivalent. Das ist bei guter Kunst also immer so. Es ist ambivalent, okay. Ich dachte, es ist ambivalent. Ich verstehe es falsch. Natürlich. Es hat immer diese zwei Möglichkeiten. Auch dieses angeblich sehr fröhliche Bild da, zu dem wir gleich kommen, ist ambivalent. Weil du hast ja da Quietscheentchen, auf der anderen Seite sein Gesichtsausdruck. Ja. Also das ist ja, es muss friedlich losgegangen sein. Ja, klar. Aber es ist im Untergrund, auch in der Wirklichkeit und auch im Foto so. Es ist natürlich etwas sadistisch. Mhm. Ist völlig klar. Aber was sich liebt, das neckt sich. Das spielt mit diesen Dingen. Es ist, dadurch entsteht das, was wir Erotik nennen. Ne? Er muss ihr irgendwas angetan haben. Sie genüsslich ersäuft sie ihn da. Also sie wird sich wahrscheinlich nicht richtig ersäufen, aber er kriegt einen mit. Also ich finde, manche fragen dann, ja, ersäuft sie ihn? Ich sage, ich weiß nicht, ob sie das schaffen würde, also rein technisch. Ja, die Leute waren das ja schon ziemlich voll. Ne? Also ja, dann kriegen wir. Aber hier, das ist auch schön. Ja. Den habe ich nun extra dahin getan. Ja, ja. Weil die, nicht? Dadurch wird die Ambivalenz noch ein bisschen gesteigert. Das genau ist ja nur angeblich lustige Sache. Es ist friedlich wo losgegangen. Übrigens das einzige Blau im ganzen Bild. Ach, das ist ja süß. Stimmt. Ne? Das einzige Blau in dem ganzen Bild. Naja, kurzum, ihr ist es wurscht. Es ist typisch Gummiente. Sie guckt woanders hin. Eine ignorante Ente. Ja. Während die Gänse ja auf einer Mission sind. Ne? Also. Ja, also es ist
im Gemalten, ein gutes gemaltes Bild ist eigentlich immer ambivalent. Mhm. Es zeigt die Möglichkeiten der Menschheit, die positiven und die negativen, und zwar oft eben kongruent, ne? Also gleichzeitig. Das heißt, wir können Dinge empfinden, die wir so im täglichen Leben nicht so ohne weiteres auf die Reihe kriegen würden. Also was mir bei dir auffällt, ist Folgendes. Im Gegensatz zu Dietmar, da muss man ja wirklich sehr mutig sein, wenn man seinen Kram aufhängt. Das ist, wirkt ja manchmal ein bisschen, wir hatten eben den Mann, in dem, kennst du ja wahrscheinlich auch, den Mann in dem Rollstuhl da, nicht? Ja, ja, es ist der Bacon-Effekt. Ne? Also, ich sag mal, ja, Bacon würde ich mir nie hinhängen. Ich sag, versuch es mal, dir einen Bacon-Retro übers Bett zu hängen. Du wirst feststellen, dass du nach 4 Wochen den Inhalt nicht mehr beachtest, weil du den kennst, sozusagen. Mhm. Die Kunst kommt immer weiter nach vorne. Der Inhalt geht zurück. Die Kunst kommt immer weiter nach vorne. Naja, Bacon hat ja sowieso gesagt, also seine Bilder bedeuten nichts. Bacon gefällt sich etwas darin. Ja. Ne? Ja. Er stammt ja auch noch aus einer anderen Zeit. Geboren 1912. Das ist ja eine ganz andere Generation. Und die sind natürlich voll parallel mit der Abstraktion. Zugange gewesen. Ist Bacon eigentlich ein gegenständlicher Maler oder ist er ein abstrakter Maler? Ich kann das gar nicht entscheiden. Also beides. Ja, nicht beides. Übrigens sind gute Maler immer beides. Ja. Auch Rembrandt. Ja. Wenn man Rembrandt im Original sieht, kann man ihn auch vollkommen ungegenständlich sehen. Was der da mit der pastosen Farbe anstellt, das ist Taschismus teilweise. Ne? Mhm. Das ist unglaublich. Aber selbst bei Dürer, weil dieses ominöse, in die damals ganz neue Entdeckung der tatsächlichen Welt und jetzt bis in alle kleinsten Einzelheiten, dem also mit dem Stichel oder mit der Zeigenfeder zu folgen, hat etwas unglaublich Manisches und es klappt um irgendwann. Also Kinder mögen Dürer nicht. Aus einem ganz bestimmten Grunde. Er ist eben unheimlich. Dabei passiert da nicht unbedingt was Unheimliches, sondern es ist wie immer in der guten Kunst, es ist die Art und Weise des Vortrags. Es ist ja kein Zufall, dass das Art und Weise, Art ist das englische Wort für Kunst, das ist kein Zufall. Es kommt in der Kunst auf die Art und Weise des Vortrags an, also auf die Formulierung. Auf das, was wir Kunst nennen, auf das, was wir Form nennen. Mhm. Wir übersetzen das Gesehene in Form. Das heißt, in eine Form, die dem menschlichen Geist offenbar entgegenkommt, sodass es für uns fassbar wird. Die normale Umwelt ist so riesig und so differenziert. Du kannst überhaupt keine Auswahl treffen, du kannst sie nur praktisch sozusagen an dich nehmen, aber sie ist diffus und ungeformt. Die Kunst nimmt Teilaspekte, die den Maler oder die Malerin ganz besonders antörnen oder ganz besonders interessieren und zeigt das in einer Form, die wir in unser Gedächtnis und in unser Gemüt nehmen können. Das kann die Wirklichkeit schafft das nicht. Nur wenn sogenannte schwerwiegende Ereignisse sind, wie ein Unfall, zum Beispiel vorgestern kamen wir in einem Auto vorbei, auf dem Dachflach. Und da war also schwer was passiert. Kannst du dir ja vorstellen, was da passiert sein musste, damit ein Auto auf dem Dach liegt, nicht? Das ist dann kurzfristig, was einen in der Gegenwart hat, dann also hochreißt. Aber normalerweise kümmert man sich nicht um die Beleuchtung eines Blattes. Naja, also wir sind, genau, das ist ja, ich glaube, auch dein Thema jetzt, der absolute Moment, den einfrieren und den dann bildnerisch noch, ich sag mal, bearbeiten oder noch intensivieren. Ja, intensiviert, also in Form bringen. Ja, in Form, ja. Ja, also wir nennen das formulieren. Ein bisschen. Formulieren. Daher das Wort. Und daher auch der ganze Aufwand.
Ich meine, ihr könnt mir ja einen schönen Lenz machen und eine Weltreise unternehmen oder so. Mich interessieren bestimmte Dinge, die würde ich also wirklich sehr gerne angucken. Indische Architektur oder amerikanische Landschaften, ne, besonders Grand Canyon und die Grand Canyons der Hochhäuser, würde mich alles rasend interessieren. Aber ich habe keine Zeit. Ich bin irgendeine Fee, stand an meiner Wiege und hat gesagt, so, du wärst Maler. Ne? Okay. Ja, also das kannst du nicht gegen anstinken. Das ist also... Glaubst du da an eine Bestimmung von dir? Das heißt, also es war die Bestimmung für dich, Maler zu werden? Also ich glaube nicht daran. Ich bin ihr unterworfen, kannst da nichts gegen machen. Also es ist ein Auftrag, eine Pflicht. Es ist eine Pflicht, ja. Das macht auch Spaß, aber es ist sau viel Arbeit, ja. 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 Das ist ja anstrengend dann, ne? Oder? Ja, ja, bei uns heißt es immer so, ich gehe wieder auf die Galeere. Ah, ne? Ja. So. Ja, klar, wenn du an einem Tag also noch nicht mal eine Hand schaffst, dann ist das schon also ganz schön zeitraubend und auch schweißtreibend, ne? Sagen wir mal. Ja, also Arno Schmidt nach einem angeblichen 12-Stunden-Tag wusste nicht mehr, ob er nun Männchen oder Weibchen ist. Ne? Und dieser viel zitierte Spruch von Karl Valentin, Kunst ist schön, aber anstrengend. Mm. Das ist noch schwer untertrieben. Kunst ist eine tages- und nachtfüllende Angelegenheit. Ne? Ja. Man ist immer im Dienst sozusagen. Ja, es gibt ja einen Spruch von Bacon, der heißt, auch Frivolität erfordert Disziplin. Jawohl, jawohl. Und man darf nicht naturalistisch 1:1 sein. Das heißt, wenn man Langeweile darstellt, darf das Bild nicht langweilig sein. Das ist Naturalismus. Ne? Sondern die Langeweile muss kurzweilig sein. Das knüpft, wie man sehr deutlich sieht, an den Franzosen Jean Dubuffet an. Der sich sehr für die Strukturen des Fußbodens, also des Bodens, der Erde, des Himmels und so weiter interessiert hat. Und er war einer der drei zeitgenössischen Gegenständlichen damals, der in dem riesigen Meer der Abstraktion also eine Möglichkeit bot, nach vorne zu gehen. Das war Pablo Picasso, geboren 81, Jean Dubuffet, geboren 01 und Francis Bacon, geboren 1912. Das waren die einzigen Gegenständlichen innerhalb der Abstraktion damals. Mhm. Und die konnte man weiterentwickeln. Also Dubuffet lag uns sehr am Herzen. Warum, weiß der Geier. Ich weiß es mittlerweile ganz genau, weil das Diktum von Kandinsky, der sozusagen die Koordinaten der modernen Kunst für das 20. Jahrhundert formal definiert hat, nämlich Punkt, Linie, Fläche. Das ganze 20. Jahrhundert hat flache Bilder erzeugt, also ohne Räumlichkeit. Das war 1927, 1960, als Zebra anfing, interessierte uns das nicht mehr, also berührte uns nicht mehr, hatte nichts mit dem Leben zu tun, was wir erlebten, und stellte sich heraus, dass wir dann, ohne dass man das will, nicht, die nächste und übernächste Generation hat andere, ist in einer anderen geistigen Umgebung aufgewachsen und hat andere Vorlieben. Ja, und das ist ein aktuelles Projekt da. Ja, Moment, ich will noch eben zu Ende. Ich war etwas abgelenkt. Die Plastizität, die hier also fühlbar ist, haptisch, die ist hier zum ersten Mal optisch, tritt hier zum ersten Mal optisch auf, in dem Bild mit der Kapuze. Ne? Ich habe bis dahin immer nur sowas malen können. Plastizität war für mich bis dato sowas oder
oder sowas. Ja. Hier konnte ich zum ersten Mal eine Differenzierung der Oberfläche machen. Ja. Und das Ergebnis ist dieses hier. Dieses letzten Endes das Ergebnis. Also der nächste Sprung ist äußerste Differenzierung. Durchsichtiges Wasser vor der grünen Badewanne, grünes Wasser. Und vor dem bräunlichen Inkarnat bräunliches Wasser. Hm. Ne? Da geht es nicht mehr weiter. Da ist Ende der Fahnenstange äußerste Differenzierung der Möglichkeiten. Aber da sieht man genau formal jetzt, ne? Nicht inhaltlich, Art und Weise, nicht wahr? Es geht um die Art und Weise. Sieht man formal die sehr starke Verwandtschaft mit dem frühen Bild von 63 und diesem Bild und diesem späten Bild von nachher. Ne? Das habe ich damals natürlich nicht geahnt. Konnte ich auch nicht. Unmöglich. Man entwickelt sich. Ja, also das heißt, man wickelt sich auf und hat dann irgendwann diese Möglichkeiten. Ne? Mhm. Die äußerste, äußerste Möglichkeit hier, das äußerste Gegenteil. Ne? Wird man mit den Jahren besser? Ja, klar. Mhm. Ja, klar. Das ist, also ich konnte ja nichts. Ne? Ich konnte noch nicht mal Haar. Haar ist eine grafische Angelegenheit. Wie soll man Haar in ein plastisches Konzept bringen? Das heißt, meine ersten Mädchen haben alle Badekappen auf. Deswegen, hier, da. Hier, frühes Bild, 1970. Bitte sehr. Ich konnte kein Haar. Ja, hätte schummeln müssen, ne? Was ich aber nicht wollte. Und schon, nicht? So ist es in der Kunst. Man geht auf der formalen Leitlinie lang und versucht und sucht in der Wirklichkeit die Dinge auf in dem Moment, wo sie den Anblick bieten, den man selbst als inneres Bild hat, wie Dürer sagt. Das inwendige Bild ist es, das der Maler herstellt. Das inwendige Bild, nicht das auswendige Bild. Ja. Ja, also viel heller wird es nicht. Ne? Wir haben viel Licht heute, schön. Ja, weil jetzt ist es irgendwie goldener. Ja, ja. Mh. Stimmt, nun ist auch einiges Gold. Also fixiert ist es noch nicht, aber man hat eine Ahnung davon. Was passiert, nicht? Wenn man also Gold machen, ist ja nicht so ganz einfach. weil das richtet sich nicht an nach der Plastizität, sondern das Schwarz steht sehr unvermittelt teilweise neben dem Weiß. Und dazwischen ist eine ganz schmale Zone, bei der Hacke zum Beispiel, ist eine ganz schmale Zone, auf die man höllisch achten muss. Das ist die Zone der Farbe. Ne? Also der sogenannten Lokalfarbe. Hier soll ich mal eben zeigen. Ja. Hier ist es weiß, hier ist es schwarz. Wird noch heftiger, wenn man das fixiert. Ne? Hier in der Mitte, also wenn man da zu viel macht, dann wird es ein ganz anderes Metall zum Beispiel. Ja, hier haben wir das ja auch. Hier. Das ist so eine ausgebuffte Angelegenheit, das ist Goldlamé. Und das ist gar kein Metall eigentlich. Ne? Aber das ist so ein scharfer Hit, also für eine Hose, also für eine Disco oder sowas. Was ist das jetzt für eine Szene? Haben wir schon die Szene? Eigentlich ist das eine quasi Disco-Szene. Also eine tanzende Menschenmenge, die von hier. Die Bewegung ist diesmal von der rechten Seite her. Das Witzige ist, dass wenn die Leute von rechts kommen, da hinten ist die einzige Figur, die also frontal die Zuschauer anguckt. Das ist sozusagen der Stopper, die Fermate in dem Bild. Ne? Ansonsten ist die Bewegung so. Diese Leute laufen weg. Dieses Bild habe ich schon seit 20 Jahren im Gemüt eigentlich. Und da bei diesen Weglaufenden, da ist schon was passiert. Also da wird vorweggenommen diese Sache mit der Kalaschenkopf in die Menschenmenge.
Ja, die haben schon was gemerkt. Also Bataclan. Ja. Ja. Also das hatte ich aber nicht geahnt. Das war aber Thema Ambivalenz von vornherein angelegt. Nicht? Also dass das Positive sehr schnell in das Negative umschlagen kann. Was zur inhaltlichen Bedeutung natürlich beiträgt, was aber nicht desto trotz die einzelnen Erscheinungen auf dem Bild also beeinflusst. Das ist ja immer diese komische Ambivalenz, wenn man eine aufblühende Lilie hat, die donnert ihre Sachen hoch. Also die schmeißt alles nach vorne, was sie zu bieten hat. Ne? Und dann wägt sie ziemlich schnell wieder zusammen. Das ist eigentlich also das eine Metapher für unsere Existenz. Ne? Man kann das aber ganz gegenständlich beobachten. Man braucht keine tiefsinnige oder tiefschürfende Erklärung dazu, sondern wenn man genau hinguckt, sieht man, dass das die Bedingungen des Lebens ist. Ne? Und ich hatte als Arbeitstitel dieses Ding hier Konfetti genannt, weil das ganze Bild auch oben, da kommt ein schwarzer Hintergrund, ne? Auch oben, man sieht hier überall die Vorzeichnung schon, also die Konfettis über das ganze Bild runterkommen. Und hier ist, konzentriert sich das so ein bisschen, deswegen nenne ich diese Figur Flora so als Art. Flora schmeißt nicht Blüten, sondern schmeißt bunte Muster und Konfetti um sich herum. Wo kommt die Idee für die Beine her? Also, wo kommt die Idee für die Beine her, diese strukturierte? Das sind alles Sachen, die ich beobachte, die ich aufnehme. Mhm. Also das kommt aus einer Zeitschrift, das gibt es echt. Mhm. Ne, das gibt es. Mhm. Das Schöne ist ja, Picasso sagt, ich suche nicht, ich finde. Und das hört sich immer so ein bisschen hochfahrend an, ist es aber nicht, sondern es beschreibt ganz schlicht die Arbeitsmethode des Künstlers. Man tut gut daran, die Augen aufzuknöpfen und sich die tatsächliche Wirklichkeit wirklich anzugucken. Dann kommen die Ideen, also die optischen Ideen, in diesem Fall auf mich zugeschossen. Ne? Präsentiert kriegt. Und das ist der zweite Punkt, außer dem Erbe der Abstraktion, was wir weiterentwickelt haben. Der zweite Punkt wäre eben die Verfremdung, die durch diese Art der Darstellung eintritt. Verfremdung ist ein Schlüsselbegriff der Kunst. Nur durch Verfremdung entsteht Erneuerung. Also das heißt, es geht darum, dass man die Dinge, die Menschheit seit Jahrtausenden gesehen hat, plötzlich in einem neuen Licht, in einem neuen Zusammenhang oder überhaupt vollkommen neu sieht. Und da komme ich jetzt auf die Fotografie, das ist der zweite Punkt. Unsere Generation, die um 1940 Geborenen, also Peter ist 41, ist 40 in der Mitte, ich bin 39 geboren, deswegen auch der Zusammenschluss und die gemeinsamen... Peinlich. Künstlerischen Ziele, lass mich mal zu Ende, und die gemeinsamen künstlerischen Ziele, das können sie 20 Jahre vorher nicht machen. Das ist ganz witzig. Einerseits ist man Individuum und andererseits ist man Kind seiner Zeit, und zwar halbe. Selbst hochgezüchtete Individualisten wie Arno Schmidt zum Beispiel, wenn man den jetzt liest, dann sieht man, 50er Jahre, 60er Jahre und so weiter. Also es ist schon sehr merkwürdig. Jetzt habe ich den Faden verloren, worum es ging. Ja, es ging, glaube ich, auch um diese... Ach so, die Fotografie. Ich habe es wieder. Ja. Die Fotografie, die ja angeblich dem menschlichen Auge nachgebildet ist, was aber schwer ist. Ne? Sie hat es nicht so richtig geschafft.
Das heißt, es tauchen dauernd Dinge auf, die sie kann und die das menschliche Auge nicht kann und umgekehrt. Ne? Was sie besonders gut kann, ist die Zeit anzuhalten, also ein Tausendstel Sekunde zu machen, ein Tausendstel Sekunde festzustellen, liefert Bilder, die die Menschheit vorher noch nie gesehen hat. Niemand hat gesehen, wie ein Vogel wirklich fliegt, sondern man hat, da ist ein kleiner Vogel, sagt es, und man kann gerade unterscheiden, ob es ein Spatz oder eine Meise ist. Wie dieses Tierchen sich wirklich bewegt, kann erst die Zeitlupe bzw. die Kurzzeitfotografie zeigen, nämlich dass die Meise beim Abschwung in die Hände klatscht und dann wieder ihren Aufschwung macht. Oder wie fliegendes Wasser, wo haben wir das, Dietmar, mit dem Ball? Fliegendes Wasser steht in der Luft als Tröpfchen. Ne? Vorher, die alten Meister haben immer, wenn sie fließendes Wasser machen wollten, haben sie immer gemacht und damit war die Sache erledigt. Erst bei Erngrün, als die ersten Fotos auftauchten, ist sein Bild die Quelle, das ist so eine nackte Frau, die hat so einen Krug auf dem Ast und da kommt das Wasser raus. Sieht man, wie der virtuelle Strahl des Wassers wirklich aussieht beim Fließen. Das ist natürlich eine sehr starke Verfremdung, also Erneuerung der bekannten Welt. Darf ich das nochmal in Kurzfassung auch nochmal zusammenfassen? Dieses besondere Interesse für starke Bewegungen hat auch damit zu tun, dass es darum geht, in einem Bild Spannung zu bilden. Und diese Spannung entsteht durch Diskrepanzen, die aber ganz bewusst eingesetzt sind. Bewegung ist eigentlich ein Kontinuum der Zeit. Wenn ich das aber jetzt in einem Moment festhalte, da kommt nämlich dieser wunderbare Begriff der eingefrorenen Bewegung hinein, dann ist es was wirklich sehr Aktuelles. Denn die impressionistischen Maler, die haben versucht, Bewegung darzustellen durch bewegte Pinselschrift, ein Baum im Wind oder so etwas. Und wenn wir jetzt eine Bewegung einfrieren, dann ist es im Grunde genau das Gegenteil davon. Ja, ganz genau. Es wird bewusst, das Bewusstsein entsteht durch die Negation. Ja? Mhm. Es wird einem dann erst bewusst, dass Dinge, die normalerweise sich bewegen, jetzt für alle Ewigkeiten, also ich nenne das den ewigen Moment, den absoluten Moment stehen und dadurch Bewusstsein erzeugen. Alexa, wer ist Peter Nagel? Peter Nagel ist ein deutscher Maler. Von 1985 bis 2004 war er Professor für Malerei an der Mothesius Kunsthochschule in Kiel. Arbeitsplatz sozusagen. Sag mal, wie arbeitest du eigentlich so von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags wie ein normaler Mensch? Oder, Ich habe so eine Arbeitsweise, die ist sehr sprunghaft. Kann sein, dass ich eine konzentrierte Arbeit mache, eine Stunde lang, und dann muss ich mich ablenken, gehe ich raus in den Garten und mache irgendwie eine Gartenarbeit. Habe kein Problem damit, dann nach einer Stunde wieder an die Staffelei zu gehen und dann weiterzuarbeiten. Es sind also kleine Portionen den ganzen Tag aufgeteilt. Also Konzentration, Pause. Ja, also diese präzise Arbeit, die erfordert schon eine ziemlich große Konzentration. Und nach einer Stunde ist man dann irgendwie so ein bisschen müde und braucht ein bisschen Bewegung. Habe ich kein Problem damit, dann wieder neu anzufangen. Wie würdest du sagen, Begabung oder erlernte Fähigkeiten, was ist das Wichtigere für einen Maler? Also jetzt speziell auf meinen Fall bezogen, bin ich sicher erblich belastet.
Großvater ist Lithograf gewesen, hat Erdbeeren gemalt für Konserven. Vater war, was man vor dem Krieg nannte, Gebrauchsgrafiker. Ein präziser Arbeiter. Und ich glaube, diese Art zur Präzision und zu einer ganz exakten Malweise, die habe ich von ihm geerbt. Aber ansonsten generell gesagt, das habe ich auch den Studenten immer gesagt, entscheidend ist, dass man ein Erlebnis verarbeiten kann, dass man betroffen ist und aus dieser Quelle sozusagen schöpft. Das Verkehrteste ist, in Kunstzeitschriften nachzugucken, wo muss ich heute lang arbeiten, damit ich irgendwie Erfolg habe. Das geht daneben. Also es muss ein innerer Impuls sein und natürlich sicher bestimmte Fähigkeiten, das, was man vielleicht Farbsensibilität nennt. Das ist für einen Maler natürlich unglaublich wichtig. Das ist das Hauptthema. Dann ist es egal, ob man realistisch ist oder abstrakt. Die Farbe steht im Zentrum. Mich springt die ganze Zeit dieses Bild an. Das heißt also, wir haben ja hier sozusagen eine weiche, etwas matronenhafte Dame. Und dann haben wir hier diesen etwas eckigen Leguan oder ja, so. Das ist ein Reptil, sagt, ne? Hier Reptil. Hier haben wir so also praktisch hier den Antagonismus, dieses Reptil, das ist ja irgendwie, also ich würde nicht so mit dem schmusen irgendwie so. Nein. Aber du hast ihn so richtig angekuschelt. Wie ist das entstanden? Ja, das ist wieder auch ganz typisch Zebra. Diese Szene hat es in Wirklichkeit nicht gegeben. Das junge Mädchen fand ich interessant von der Physiognomie, habe sie gebeten, dass ich eine Serie von Fotos mache von ihr. Das andere ist einfach addiert. Das ist dazugekommen. Es hätte auch etwas anderes sein können, mit dem man wirklich schmusen will, ein Stofftier oder so etwas Weiches. Aber hier kam es gerade auf dieses etwas sperrige Tier an und das bildet jetzt wieder einen Kontrast. Dann kommt aber auch wieder der Maler, der sich zur Aufgabe gemacht hat, ich möchte mal diesen Grünklang ausprobieren. Mhm. Dieses wunderbare Grün, das rauchig vom Hellen ins Dunkle geht und da ist ein Reptil natürlich naheliegend. Das passt sehr, sehr gut. Und da ist im Grunde ein Zweiklang, die Familie Grün trifft auf die Familie bräunlich, gebrochen, rosa. Da kommt plötzlich die Programmatik des Malers ins Spiel. Und wenn ich mir das jetzt hier so ansehe, wir haben ja auch hier wieder den Fisch, ich sag mal so sehr eckig sozusagen, und hier wieder so eine doch ästhetisierte Dame. Dann haben wir dieselbe Konstruktion eigentlich jetzt auch mit dem dort auf dem Fisch. Mir fällt jetzt so ein, diese, ich sag mal noch Antagonismen. Einmal ein etwas unbequemes Tier, auf der anderen Seite eine ästhetisierte, runde Frau. Das ist ja praktisch, würdest du sagen, das ist eine typische Komposition? Haben wir auch den Wellen, sehe ich. Ja, also weil wir jetzt gerade diese beiden Motive nehmen, es macht mir unheimlich viel Spaß, auch Variationen über ein Thema zu machen. Es ist nicht, weil mir nichts anderes einfällt. In diesem Fall eine klare Situation vor meinem malerischen Auge sozusagen. Tochter Tina, ich brauche dich mal, ich muss ein Foto machen. Ich habe aber leider keinen Fisch da, also nimmst du das Brotbrett und sie hält das Brotbrett so nach oben und ich mache genau diese Situation. Und jetzt kommt auch der Kunsterzieher in mir durch. Bilder können aufbauen durch Gegensatzpaare. Ganz starke Gegensatzpaare, ein knalliges Rot und ein Grau. Aber Spannung entsteht auch durch Gegensatzlosigkeit, durch Anpassen. Normal wäre eigentlich gewesen, jetzt diesen Fisch grau-grün, wie ein Fisch ist, zu malen. Nein, er wird hier angepasst an diese Umgebung. Es ist also eine Farbspannung durch diesen ganz kleinen Unterschied. Und dann komme ich in eine Situation, ich habe das fertig gemalt, ich finde es ein bisschen langweilig noch. Ich muss es noch irgendwie, es muss eine Pointe dazu kommen und dann kommt als letzte Phase diese Maske dazu.
darf gerne erinnern an irgendwie kosmetische Aktion, eine Gesichtsmaske, aber es bringt jetzt wieder diesen merkwürdigen Drall hinein in das Bild, dass also Tina und Fisch und hat plötzlich eine Gesichtsmaske. Merkwürdig, auch fast absurd. Ja. Wird man eigentlich als Maler im Alter besser oder schlechter oder bleibt das gleich? Entwickelt man sich zu einem gewissen Punkt? Nein, ich glaube nicht. Also wir haben, wir Zebras, wir haben ein Formenrepertoire entwickelt, das wir gelernt haben zu beherrschen. Und was jetzt spannend ist, dass man sich immer wieder neue Motivkreise auftut. Und hier komme ich wieder auf dieses persönliche Erleben. In den 70er Jahren, als unsere Kinder klein waren, habe ich sehr viele Kinderbilder gemalt. Das war einfach diese Beschäftigung mit den Lütten und schon die Begeisterung für so ein Ohr. Also ein Ohr finde ich immer wieder spannend von der plastischen Wertigkeit. Und dann diese runden Bullerköpfe. Kommt natürlich der Zebrasprache sehr entgegen, weil wir nun mal eine Vorliebe haben für diese plastische Gestalt. Alles, was rund ist, das finden wir ganz toll. Und kleine Babys und Kinder, die sind einfach gut, nicht? Und wenn sie dann noch mit bunten Ballons spielen, dann passt das genau. Aber du hast recht, also diese plastischen Valeurs, auch vor allem diese Übergänge, das ist eine meditative Arbeit, die also wirklich alle Möglichkeiten gibt, denn man muss sehr diszipliniert sein. Man arbeitet von einem Blauton ganz allmählich hinein in diesen Rosaton und das kann schon mal ein Tagewerk sein. Es dauert richtig lange. Aber was ganz anderes. Wie findest du deine Titel und wie wichtig sind sie und wann steht der Titel für dich fest von deinem Werk? Also der Titel hat nicht die ganz große Bedeutung. Hier würde ich zum Beispiel einfach ganz kurz sagen, Elias. Es gibt einen Titel, das Bild habe ich jetzt im Depot. Den finde ich also literarisch fast wertvoll. Das ist Junge Frau im Webpelz. Das war tatsächlich eine Studentin, die immer so ein bisschen crazy angezogen war. Und da habe ich gesagt, Annalena, von dir muss ich ein Bild malen. Und dann haben wir ein schönes Foto genommen und das war ein ganz besonderes Verhältnis dort, was mich inspiriert hat. Aber sonst sind sie sehr sachlich. Hier, Tina mit Fisch, da ist nicht weiter was auszusagen. Das ist jetzt ein Bild, was ich in Arbeit habe. Eine Szene aus einem Ballett. Ich bin absoluter Opernfan. Und in Berlin, in der Deutschen Oper, fand ich ein Programmheft, da habe ich dieses Motiv gefunden. Aus urheberrechtlichen Gründen muss ich jetzt erstmal nachfragen. Und der Theaterfotograf der hat gesagt, sehr gerne, ich bin stolz darauf, dass du da ein Bild draus machen willst. Das darfst du, schick mir eine Reproduktion. Jetzt ist als nächstes ist der zweite Schuh dran. Ist nicht so wahnsinnig spannend, weil da muss ich einfach noch mal ein bisschen aufpassen, dass die Grau-Nuancierung, dass die gut abgestimmt sind. Spannend wird es jetzt auch noch. Ich habe vor, auch wieder eine absurde Motivik, diese komischen Häuser als Art Streukomposition und als Akzente reinzusetzen. Und da gehe ich ganz spielerisch vor. Da weiß ich schon, dass als nächstes hier ein Haus hinkommt. Und das verlangt wieder eine Antwort. Denn wenn das Haus jetzt rötlich wird, dann muss ich mir überlegen, wie wird das Haus hier? Dann kann ich noch ein Haus gebrauchen, was die Figur anschneidet, was wieder Raum hergibt. Dieses ist etwas kleiner, weil es hinter dem Arm ist. Jetzt kann das hier zum Beispiel hineinragen und ist dann etwas größer. Und das ist wieder die Möglichkeit, um Räumlichkeit zu erzeugen, im Sinne von Perspektive. Das sieht fast aus wie aus dem Monopoly-Spiel. Kann man sagen. So. Dann passt das ja auch das Rote. Das Rote ist das Hotel, nicht? Ja. Also das sollte man mal überlegen. So was zum Beispiel, nicht? Hm. Aber jetzt vom Ballettmeister gesehen, wird er sich schon freuen, wenn er hier sich bewegen soll und er wird umgeben von Häusern. Hm. Das ist mir dann aber auch egal.
weil ich andere Prioritäten habe. Es kommt wieder auf Bewegung, auf Räume an. Auch wieder kunsterzieherisch gesprochen, sprechen wir ja von der positiven Form, das ist die Gemeindeform, und das ist die negative Form. Und jeder Maler, jede Malerin hat eine Verantwortung für die ganze Fläche. Das heißt also, die Negativform muss genauso beachtet werden, hier haben wir sie negativ, in ihrer Gestalt wie die Gemeindeform. Und auch die Position dieser Häuser ist ganz, ganz wichtig, damit also auf diesem Format so eine gewisse Spannung entsteht. Da bin ich selbst gespannt, zu welchen Entscheidungen ich komme. Und es gibt natürlich auch Situationen, wo man korrigieren kann und muss, weil es einfach nicht hinhaut. Entstehungsgeschichte und Komposition erzählt, bedarf moderne Kunst der Kommentierung? Also ich gehöre zu den Malern, die Auskunft geben wollen, aber die sich weigern, mich selbst zu interpretieren. Ich habe gerade bei einer Ausstellungseröffnung erlebt, die ich absolut flach gehalten habe, was jetzt so diesen kunsthistorischen, diese Attitüde des kunsthistorischen, seriösen angeht, und habe gesagt, wisst ihr was, ich verzichte darauf, ihr bekommt zu einigen meiner Bilder die Geschichte, den Ausgangspunkt, den erzähle ich euch jetzt. Und das fanden die unheimlich interessant. Bei diesen Programmheften, da gibt es ja viele Fotos, die sind nicht alle interessant, aber in dem Fall habe ich diese Situation einfach noch vorher noch nicht gesehen. Und das sind dann die Entscheidungen. Aber ich will die Sache nicht zu hoch hängen. Für mich ist sehr, sehr wichtig, dass ich als Maler es genieße, im Grunde wie ein abstrakter Maler auch diese Farben miteinander korrespondieren zu lassen. Und im günstigsten Fall kommt dann die Übereinstimmung mit etwas Inhaltlichem. Was ich mir allerdings schon zum Ziel gesetzt habe, ist, dass man den Bildern anmerken muss, dass sie heute entstanden sind. Also ich habe einen Anspruch, echter Zeitgenosse zu sein. Aber nicht so, dass ich jetzt irgendeine Situation illustrativ darstelle, sondern das kann unterschwellig passieren. Deswegen sage ich auch immer, die Härte dieser Malerei, die Leute manchmal ein bisschen atemlos macht, das ist nicht unsere Härte, sondern das ist die Entsprechung, die ich in unserer Zeit finde. So mal. Da bin ich schon wieder fast dabei, mich selbst zu interpretieren. Aber so ist es. Möchte also ein Zeitgenosse sein. Was sind das für Leute, die von euren Bildern ergriffen sind und sagen, das will ich haben, das muss ich haben, das ist, also das, die kaufen ja nicht das Bild zur Couch, nein, sondern die sind, was sind das für Leute? Also das geht an und für sich quer durch die Bevölkerung. Es ist eigentlich nicht festzumachen an bestimmten Bevölkerungsgruppen. Diese Begegnung mit Bildern, die erlebe ich oft sehr spontan. Hier haben wir zum Beispiel jetzt ein Beispiel. Das habe ich in der Toskana gearbeitet. Und da mache ich immer, das ist eine traditionelle Sache, da mache ich immer eine Finissage. Am Ende unserer Toskana-Zeit im Sommer darf ich die Bilder auch zeigen. Und da habe ich gemerkt, also diese besondere Ergriffenheit oder dieses besondere Hinzugehen auf ein Bild, das passierte bei dem mehr als bei anderen. Und dann ist es natürlich auch zu fragen, warum eigentlich? Und dann komme ich also mit den Leuten auch ins Gespräch und dann kommt das Ergebnis, also diese alltägliche Szene, die man kennt aus dem Zuschauerraum, kriegt hier plötzlich einen Kontrast in so einer farbigen Skala. Und da fangen die dann an zu überlegen, was hat es für eine Bedeutung. Und in diesem Fall ist es eben nicht definiert. Es kann ein Theatervorhang sein, es kann aber auch einfach nur eine Lichterscheinung sein. Und diese Offenheit, die finde ich in diesem Bild besonders gut und richtig. Und damals, also das war eine Architektin,
Gut, Architekten haben vielleicht eine Sensibilität für so etwas, aber es war auch unser toskanischer Nachbar, der mich auch ansprach, nicht? Che cosa questo? Ah, mi piacciono questi colori. Belli, belli. Also da kommt dann plötzlich eine andere Ebene hinein. Vielleicht nicht so die intellektuelle, sondern die rein sinnliche. Was immer ankommt, ist natürlich, und gerade auch für so einen toskanischen Bauern, wie hat er das gemacht, ne? Also die, bevor überhaupt ein Verständnis für das Motiv oder für das Bild vorliegt, ist erstmal eine Anerkennung für die technische Leistung, nicht? Ah, das klingt ja, das sieht ja aus wie wirklich so etwas, ne? Das nimmt man natürlich ganz gerne mit. Aber auch hier in Klein-Flintbek, als wir hier einzogen, hatte ich mir Aufgabe gemacht, das ganze Dorf einzuladen. Und da waren nun, weiß Gott, keine Kunstexperten dabei oder wenige. Und da war es schon ganz interessant zu sehen, wo dann die Präferenzen lagen. Es gibt immer einfache Bilder, die dann eine Übereinstimmung mit Vorstellungen machen. Und das klappt ganz gerne. Und da nehme ich auch gerne Leute hier in Empfang zum Atelierbesuch. Finde ich immer spannend, weil man dann mit denen über Dinge reden kann. Aber es hat natürlich auch, sagen wir mal, einen demokratischen Aspekt, diese stilistische Sache. Gegenständliche Kunst hat eben eine Einstiegsmöglichkeit, weil zunächst nicht die Frage nach kunsthistorischem Kontext gestellt wird oder Bildinterpretation oder Komposition, sondern es ist zunächst einmal eine Sache. Wenn die Nachbarin kommt, sagt sie, oh, die hat ja Ähnlichkeit mit Tina. Ja, ich sage, das soll auch Tina sein. Also das ist dann schon mal der Einstieg, aber es ist ein ganz einfacher, simpler, aber durchaus legitimer Einstieg, solche Bilder zu betrachten. Das ist bei mir also ganz wichtiger Bestandteil bei der Kunstbetrachtung, dass doch eine gewisse Offenheit da ist, also keine festgelegte Interpretation, weil beim Bildbetrachten natürlich jeder seinen eigenen Erlebnishintergrund mitbringt. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und deswegen ist es überhaupt kein Problem, festzustellen, dass den einen das Bild hoch erfreut, weil er oder sie sich fast vergnügen an den Farbklängen. Es gibt aber auch Situationen, wo jemand vielleicht an irgendein schlechtes Erlebnis erinnert wird. Und das kann ich und will ich auch nicht verhindern. Also es ist halt so einfach, dass jeder seinen Erlebnisgrund und das, was er erfahren hat, beim Betrachten eines Bildes mit hineinbringt. Ja, wir haben, es ist abgeschlossen worden 1977, also über 40 Jahre schon. Und es ist für mich eigentlich eine große Genugtuung zu sagen, dass ich ja einmal 300 Quadratmeter bewältigt habe. Rein statistisch war mir auch klar, mit Hilfe meiner Familie, ich hatte also Mitarbeiter, die sozusagen assistierten, sind 2700 Arbeitsstunden dabei rausgekommen. Und was hier an diesen kleinen Etüden hier gut zu demonstrieren ist, eine besondere Technik habe ich dort entwickelt. Ich musste nicht wie Michelangelo auf einem Rollwagen unter der Decke langfahren. Arbeiten mit Überkopf ist wahnsinnig anstrengend, weil das Blut aus dem Arm läuft. Sondern ich habe auf der Staffelei habe ich die Figuren gemalt und habe sie dann ja, auseinandergeschnitten mit einem Cuttermesser aus der Leinwand und habe Stück für Stück wie in einem Puzzle diese Einzelteile draufgeklebt auf die Gipskartondecke. Und
dadurch konnte ich also komponieren wie in einem Bild und vor allen Dingen hat es wesentlich erleichtert. Denn in der Senkrechte zu malen, an vielen Stellen, in Dänemark, in Italien, habe ich die Figuren einzeln entwickelt und dann an die Decke geklebt. Und bei 14 Meter Deckenhöhe ist überhaupt nicht zu sehen, dass es sich um aufgeklebte Leinwand handelt. Und toi, 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 nach so vielen Jahren hält es immer noch wunderbar. Und die Farben sind brillant, weil ich hochwertige Pigmente verwertet habe. Ich mische meine Farbe aus Eitempera, eine ganz besondere altmeisterliche Technik. Und so ist das Bild auch zustande gekommen. Hält also nach so vielen Jahren wunderbar und ist absolut brillant in der Farbe. Nun können es da jeden Tag 2500 Schüler sehen. Ja. So. Was glaubst du, wie es sie beeinflusst hat? Haben sie davor Respekt oder hat es sie vielleicht inspiriert? Jeden Tag 2500 Schüler, das ist ja schon mal eine Hausnummer. Oder was wünschst du dir, was sie davon mitnehmen, von dem Gemälde? Also ich wünsche mir, dass die Zielsetzung, die ich selbst hatte, dass die unterschwellig jedenfalls da ist. Als ich diesen Raum zu bespielen hatte, das war eine reine Katastrophe. Also diese Decke, die lastete, es war viel Sichtbeton, es war einfach ein zentraler Raum, der als Aula dient auch, der einfach nicht diese Feierlichkeit hatte. Und ich hatte das Bedürfnis, diese Decke aufzulösen, und zwar wie im Barock. Im Barock wird sozusagen der Himmel nach unten geholt, es entsteht Luft, es atmet das Ganze, und das ist das, was ich mir erhoffe. Ich kriege es nicht schriftlich von den Schülerinnen und Schülern, aber ich glaube, dass dieser Raum einfach eine Atmosphäre bekommen hat, die auch den Schulalltag etwas besser ertragen lässt. Und ein erfreuliches Seherlebnis. Mir hat mal jemand gesagt, ich entdecke immer wieder was Neues da. Und da oben sehe ich einen Brief. Was steht denn da drauf? Ich sage, ja, musst du vielleicht ein Fernglas nehmen. Aber auf dem Brief steht etwas, ich berichte, wie ich damals hier gearbeitet hatte und wie die Schüler teilweise ein bisschen aggressiv auch waren und wie ich sie langsam besänftigt hatte durch diese Arbeit, die ich da oben geleistet habe.